Herzlich willkommen, Thomas Broich im Sportstudio. Thomas Broich, wieder in Deutschland. Der Filmemacher Aljoscha Pause hat da 7 Jahre Sie begleitet und gestern war die Premiere. Sie sitzen im Kino und sehen einen Film über sich. Wie aufregend war das? Ja, ziemlich und auch nicht unbedingt schön. Also nee, da ist ja viel Druck und man weiß ja nicht, wie man drüber kommt. Ich habe den Film auch zum allerersten Mal gesehen und vieles war mir natürlich auch irgendwo peinlich. Ich war total jung und auch total überschwänglich, teilweise überheblich und da saßen mit mir 200 andere Leute in dem Saal und haben einfach verdammt viel über mich erfahren. Also es war eine sehr grenzwertige Erfahrung, aber nachdem es vorbei war, konnte ich es dann auch genießen. Und wie waren die Reaktionen? Überraschenderweise durchweg positiv. Also ich glaube, die Ausschnitte sind hier auch gut angekommen, muss man sagen. Wie sehr hat das denn wirklich auch die Station bei Ihnen noch mal so zum Leben erweckt, all das, was Sie erlebt haben in den 7 Jahren? Ja, das war ja schon noch mal die Geschichte meines Lebens eigentlich. Die ganze Bundesliga-Zeit konnte ich noch mal mir vor Augen führen und auch noch mal selber begreifen, warum das so böse in die Hose ging. Also war auch sehr lehrreich. Mhm. Beginnen wir mal in der Jetztzeit. Wir gucken auch noch mal auf die Karriere, auf das, was nicht so gelaufen ist. Er ist australischer Meister geworden, ist noch relativ frisch, deshalb können wir noch mal Gratulation machen. Das ist ja was. Wir haben gerade dieses Stadion gesehen, dieses volle Stadion, die Stimmung. Welchen Stellenwert hatte das da in der australischen Öffentlichkeit? Die Finals sind ziemlich groß in Australien. Also unter der Saison haben wir vielleicht 10.000 Zuschauer oder so. Da ist Rugby und Cricket, also Sport Nummer 1 und 2. Aber dann gegen Ende der Saison, dann haben wir das Stadion auch vollgekriegt und am Ende war es fast ausverkauft, 50.000. Und das war ein irres Spiel. Wir waren nach 116 Minuten 2-0 hinten, haben das Ding noch gedreht. Das war echt. Also es war nochmal Gänsehaut, ja. Wir wollen uns ein Tor noch anschauen, nicht aus dem Finale, aber eins, das zum besten Tor der Vereinsgeschichte, zum schönsten Tor der Vereinsgeschichte gewählt wurde. Nicht ohne Grund. Hier sehen wir sie. Man denkt, was macht er? Flankt er? Nein. Verdientermaßen. Bei der Wahl zum Fußball des Jahres in Australien sind Sie Zweiter geworden. Und alle erwarten jetzt fast schon wieder genau solche Wunderdinge wie vor 7 Jahren zu Beginn Ihrer Karriere in Mönchengladbach. Sind Sie jetzt besser darauf vorbereitet als damals? Ja, ist schwer zu sagen. Ich hoffe es natürlich. Die Bundesliga hat mich auf jeden Fall Bescheidenheit gelehrt. Ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht mehr ganz so weit aus dem Fenster und hoffe, mit der Situation jetzt besser umgehen zu können. Und ich glaube auch, dass es einfacher ist in Australien. Der Druck ist ja nicht so da. Mhm. Die mediale Aufmerksamkeit hält sich in Grenzen. Und ich glaube, es ist eine andere Geschichte diesmal. Wir blenden noch mal zurück. Sie sind von Burghausen nach Mönchengladbach gegangen und sind da richtig eingeschlagen. Haben U21 gespielt und haben dort in der Mannschaft, auch da sehen wir gleich noch Bilder, mit Philipp Lahm zusammengespielt und mit Hitzelsberger. Waren ja mit denen damals auf Augenhöhe in Umfragen. Hier sehen wir auch noch mal Bilder. Hier sind Sie, Philipp Lahm, Thomas Hitzelsberger. Hier auch noch mal im Spiel mit Philipp Lahm. Es gab dann Umfragen, wer ist der Aufsteiger der Saison, so um 2004. Lahm, Podolski, Broich, noch vor Schweinsteiger. Und das Ganze hat dann wirklich dazu geführt, dass man gesagt hat, Mensch, der ist doch ein Mann für die Nationalmannschaft. Ist das nicht eine Hoffnung für die WM 2006? Und damals waren Sie auch im Sportstudio zu genau diesem Thema. Kommt da keiner? Ah, doch, da kommt gleich das Bild. Aber ich habe gehört, Sie waren vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren. Der richtige Moment, dass Sie Nationalspieler werden. Also ich spreche jetzt von A-Nationalmannschaft. Ja, so in den nächsten 2 Jahren soll es vielleicht dann schon mal klappen. Mhm. Da steht ja bekanntlich ein nicht so uninteressantes Turnier an. Ich hörte, ja. Gerade im eigenen Lande. Korrekt. Ja. Wenn es klappen sollte. Dann weiß ich, was Sie meinen. Nee, wenn ich nächstes Jahr eine ähnlich gute Runde spielen kann, dann denke ich mal, wird sich der Teamchef auch Gedanken machen. Und ich glaube, dann ist die Zeit auch reif. Also,
Sie waren damals ja wirklich kurz davor, alle rechneten damit, Mensch, kriegt er eine Berufung oder nicht. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, fehlte die Qualität oder haben Sie da auch was liegen lassen für sich? Schwer zu sagen, wahrscheinlich ein bisschen was von beiden. Also bei Miro merkt man ja heute noch nach über 100 Länderspielen und 60 Toren, wie bescheiden der ist. Ich habe damals einen anderen Ansatz gewählt, habe mich schon sehr offensiv geäußert und dadurch habe ich sicher auch angeeckt und habe mir das Leben unnötig schwer gemacht. Also ein bisschen auch die eigene Arroganz, die damals so dann aufkam oder zumindest das geschmeichelt werden, das sprechen Sie auch in dem Film an, dass Ihnen das ganz gut tat und dass Sie das mitgespielt haben? Ja, absolut. Die Medien haben mich ja dann früher auch als so Fußballintellektuell ein bisschen stilisiert und mir hat das als junger Kerl schon sehr geschmeichelt, habe da bereitwillig mitgemacht und für diese Eitelkeit habe ich in der Folge dann auch ganz schön bezahlt. Es war ja auch nicht so, dass Sie kein Nationalspieler geworden sind, weil es viele Verletzungen gab. Man hat auch immer gespürt, Sie haben eine Distanz zu dem Geschäft entwickelt. Das war in Gladbach schon so, in Köln. Und dann hat Michael Oenning, den Sie ja schon aus Gladbach kannten, der sowas wie ein Vertrauter für Sie war, Sie nochmal überredet, nach Nürnberg zu gehen, obwohl Sie schon gar nicht mehr so sicher waren, ob Sie noch weiter Fußball spielen wollten. Und auch da hat es nicht richtig geklappt. Und Michael Oenning versucht mal eine Erklärung, auch ein Ausschnitt aus dem Film. Ich glaube, dass er einfach nicht zurechtgekommen ist mit der Art und Weise, wie Profifußball in Deutschland im Jahre 1995 bis 2010 gehandhabt wird. Und das ist nicht seine Welt. Ich kann ihn verstehen, was ihm nicht gefallen hat, aber es ist halt nicht zu ändern. Und dann war er vielleicht der falsche Mensch an der falschen Stelle zur falschen Zeit. Was hat Sie am Fußballgeschäft denn so verzweifeln lassen? Was war das denn genau? Ja, diese Schwarz-Weiß-Malerei, diese Phrasendrescherei, auch irgendwo so die Härte des Geschäfts. Ich war immer ein relativ sensibles Gemüt und hätte halt einfach gern gehabt, dass man ein bisschen vernünftiger miteinander umgeht und auch irgendwie bescheidenere Ziele auch an den Tag legt. Aber in der Bundesliga gibt es halt einfach nur Gewinner und Verlierer und ein wenig dazwischen. Und ich habe mir dann viele Dinge auch sehr, sehr zu Herzen genommen, sehr, sehr persönlich alles aufgenommen. Und er war einfach nicht gemacht, glaube ich, für die Bundesliga. Im Film sagen Sie auch, ich bin da reingegangen, unerfahren, tatenhungrig. Und dann wurde ich teilweise selbst verdorben durch dieses böse Geschäft Bundesliga. Inwiefern selbst verdorben? Ja, weil man dieselben Verhaltensmuster dann auch an den Tag legt. Also ich war wirklich so ein total lieber, netter Junge, der im Prinzip nur gut mit jedem auskommen wollte. Aber so funktioniert die Bundesliga halt nicht. Es ist viel Geld im Spiel. Jeder hat auch ein gewaltiges Ego irgendwo. Und da muss man sich halt auch anpassen. Da muss man auch mal die Ellbogen ausfahren. Und ich habe das dann mal probiert. Das war nie so wirklich meine Art. Aber habe dann auch Sachen gemacht, auf die ich heute beileibe nicht stolz bin. Welche? Überhaupt nicht mehr professionell gelebt, irgendwie so eine, leck mich am Mentalität an den Tag gelegt. Kann man ruhig sagen, oder? Ja, sorry. Also, ZDF, aber egal. Ja, und es ist natürlich auch so eine Frage, wie man dann aus so einer Situation wieder herauskommt. Sie haben dann irgendwann gesagt, ich gehe nach Australien. Nun ist das nicht das Mutterland des Fußballs. Wie kamen Sie auf Australien? Es war maximal weit weg. Also im Ernst, ich habe da vor ein paar Jahren mal Urlaub gemacht und mich in das Land verliebt. Und hatte immer den Plan, da mal zurückzukehren, als Fußballer auch. Vielleicht nicht ganz so bald, aber ich war so frustriert durch die ganze Bundesliga-Misere, dass ich einfach jede Menge Abstand zwischen mich und meine Vergangenheit und die Bundesliga bringen musste. Tim Schröter hat das in dem Beitrag am Anfang ja schon wirklich gut dargestellt, aber in dem Film sind so viele Bilder von Ihnen aus Australien, da müssen wir uns ein paar noch mal anschauen, denn das sind fast solche Bilder, fast wie ein Klischee. Ist das Leben dort so traumhaft, wie es hier erscheint für Sie? Es ist teilweise echt so, dass wenn man einen Tag frei ist und man einfach nur, wie hier jetzt gerade zu sehen, an den Strand fährt, dass man sich mitten in der Saison dann auch fühlt wie im Urlaub. Also das kann man mit der Bundesliga gar nicht vergleichen.
Aber geht es da nicht auch um Geld? Geht es da nicht auch um Plätze? Was ist da wirklich qualitativ anders dann? Ja, zum einen ist das sportliche Niveau halt mit der Bundesliga überhaupt nicht vergleichbar. Da bin ich dann im Verhältnis, in Relation wahrscheinlich auch einfach als Spieler dann gut genug, um dort ein einfaches Leben zu haben. Und es ist auch so, dass alles ein bisschen unaufgeregt ist. Also das kommt mir total entgegen. Wir arbeiten da mehr oder minder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also unter der Woche, am Wochenende hast du dann dein Spiel. Es wird auch bei Fox groß übertragen, das mit Sicherheit. Aber das ist ein ganz anderer Druck. Also keiner eher. Bleiben Sie denn jetzt da oder geht's jetzt los? Angebote, der gleiche Mechanismus, wie er ja auch in Deutschland gegriffen hat? Ja, witzigerweise geht's schon los. Dann habe ich fast wieder ein bisschen zu gut gespielt schon. Aber ich bin total happy, zum ersten Mal nach langem, und ich werde an meiner Situation mit Sicherheit nichts ändern. Aber man kann nicht sagen, dass wir Ihnen jetzt zum Abschluss nicht ganz so viel Erfolg wünschen sollen. Also Sie möchten schon auch weitere Titel? Ach, wenn das so weiterlaufen würde wie den, hätte ich sicher nichts dagegen. Wir sind jetzt 28 Spiele ungeschlagen und daran habe ich mich schon ein bisschen gewöhnt. Aber ich sag mal, hauptsächlich wünschen wir Ihnen dann einfach mal, dass Sie über einen längeren Zeitraum Spaß an Ihrem Job haben. Das wäre doch was. Und Leichtigkeit. Vielen Dank schon mal, Thomas Kreuz.